Als Ralf und ich die CD No Boundaries fertig aufgenommen hatten im Jahr 2012, wollten wir feiern, hatten uns schon den nötigen Wein dazu besorgt. Und dann sagte Ralf zu mir: Peter, wir sind noch nicht fertig, wir müssen noch was aufnehmen. Ich sag: Warum? Er sagt: Heute stehen Jupiter und Venus günstig. Und das könnte dazu führen, dass das sehr gut wird. Also lass uns aufnehmen. Na gut, wir haben gespielt. 35 Minuten lang improvisiert. Und dann haben wir gedacht: Mensch, als wir fertig waren mit Improvisieren, da ist bestimmt was Brauchbares dabei. Vielleicht kann man da die ein oder andere Sequenz raus benutzen, weiterverwenden, rausschneiden. Und dann abends haben wir den Wein aufgemacht, uns hingesetzt und angehört, was wir nachmittags gespielt haben, und haben dabei festgestellt: 35 Minuten lang kein Fehler. Ja, und dann ist das genauso auf der CD gelandet als Sweet Last Afternoon, die wir jetzt für euch nicht spielen können. Ja, aber was wir jetzt machen werden, ist, wir spielen für euch jetzt mal genau dasselbe, nämlich drauf los. Einfach ohne vorher abgesprochene Tonart, ohne vorher abgesprochenen Rhythmus, ohne Songstruktur, die feststeht, ohne irgendwas vorher zu wissen. Ich habe keine Ahnung, was jetzt kommt, Ralf auch nicht und ihr auch nicht. Und deswegen ist es ganz besonders spannend und wir wünschen da doch ganz besonders viel Freude. Thank you.
Unser